Hi und herzlich willkommen zu Filmmotiviert. Du kennst es vielleicht auch, aktive Tage zu haben und eher passive Tage zu haben. Aktiv könnte sein, du hast total viel erledigt bekommen auf der Arbeit oder im Studium, bist danach noch ins Fitnessstudio gegangen, hast deinen Sport abgewickelt und hinterher hast du noch Freunde getroffen und ihr hattet eine richtig gute Zeit. Dann gibt es natürlich Tage, wo wir eher gelangweilt sind, wo wir nicht wissen, was wir mit unserer Zeit anfangen sollen und diese fühlen sich in der Regel ja nicht sonderlich gut an. Jetzt ist die Frage, wie ist das Verhältnis bei dir? Ist es eher 50-50, jeder zweite Tag ist so ein eher träger Tag oder ist es gar 80-20? Denn jeder von uns, davon bin ich überzeugt, braucht diese passiven Tage. Denn wir müssen uns ja auch mal auskurieren. Wir können nicht konstant immer Leistung erbringen. Wir können nicht konstant immer auf demselben Energielevel sein. Die passiven Tage haben also ihre Berechtigung. Jedoch bin ich der Meinung, dass aktive Tage besonders wichtig sind, denn sie lassen uns konzentrierter sein, sie lassen uns wacher sein, dadurch können wir natürlich unsere Leistung in den Dingen, die wir machen möchten, auch steigern. Gleichzeitig lassen sie uns zufriedener leben, sie lassen uns glücklicher sein, denn wir suchen uns die Aktivität gezielt aus. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass wir unsere sozialen Kontakte dadurch auch pflegen werden. Also diese drei Punkte sind besonders, meiner Meinung nach besonders wichtig, um einen aktiven Lifestyle zu leben. Und wie das jetzt genau aussieht, das beschreibe ich jetzt noch genauer in diesem Video. Bei einem eher passiven Lifestyle bleibst du also eher in der Komfortzone, in deiner persönlichen Komfortzone. Es ist eben ziemlich verlockend, sich einfach mal zurückzuziehen, einfach mal zu entspannen. Vielleicht hat man Stress gehabt am Tag und dann tut es natürlich irgendwo auch richtig gut, beziehungsweise wir setzen uns in den Kopf, dass es jetzt das Richtige ist, was wir brauchen. Wir lassen uns verlocken durch Medien, wir lassen uns total ablenken und gehen dann in diese Komfortzone, wir gehen in diesen Bereich immer weiter rein und der Tag ist letztendlich um. Und was haben wir erledigt bekommen oder was haben wir Schönes erlebt, was hatten wir für tolle Tätigkeiten am Tag? Wir können relativ wenig auflisten. Die Gedankengänge, die uns in dem Moment einfach durch den Kopf gehen, können sowas sein wie, es ist zu kalt, es ist zu heiß draußen, die Aktivität raubt mir gerade zu viel Zeit. Wie groß kann die Bereicherung schon sein durch diese Aktivität? All diese Gedankengänge hemmen uns gewissermaßen, eine Aktivität auch tatsächlich durchzuführen und das positive Resultat daraus zu ziehen. Das Problem ist einfach, wenn wir zu wenig aus unserer Komfortzone zu oft rauskommen, zu oft in dieser Komfortzone drin bleiben, dann setzen sich gewisse Gedankengänge einfach durch, dass es sich nicht lohnt, dass ich habe dieses positive Gefühl nicht vor Augen, ich spüre dieses positive Gefühl nicht, das kommen wird, wenn ich aktiv meinen restlichen Tag gestalte oder meinen gesamten Tag gestalte. Also die Gegenfrage, die ich dir persönlich einfach stellen möchte, ist, wie zufrieden bist du mit deinem derzeitigen Alltag? Ja, welche Tage bereust du in einem gewissen Maß gestaltet zu haben und wie wach fühlst du dich überhaupt am Tag? Also fühlst du dich sehr konzentriert, sei es mit Gesprächen mit Freunden, sei es in der Hochschule oder in der Uni oder auf der Arbeit, fühlst du dich da wach oder fühlst du dich eher so auf halbem Schläfrigkeitsniveau? Außerdem spielt es auch immer eine Rolle, ob du gerade unter Druck stehst. Dann ist es natürlich besonders schwierig, aus dieser Komfortzone, sagen wir am Nachmittag, am Abend, nach der Arbeit, nach dem Studium, überhaupt rauszukommen, weil einen die ganze Zeit etwas belastet. Aber gerade dann, kann ich dir versichern, ist es besonders wichtig, etwas zu unternehmen, weil das macht den Kopf wieder frei. Aber dazu gleich noch mehr. Also stell dir auch die Frage, was sind deine tatsächlichen Aufgaben am Tag? Was ist es, das deinen Tag momentan ausmacht und welche Dinge kannst du da rausnehmen und kannst sie mit spannenderen Dingen ersetzen? Manche Menschen sind der Überzeugung,
das Fernsehen und am Smartphone Filmchen gucken oder am Smartphone einfach arbeiten oder am Tablet arbeiten, auch zur Entspannung beiträgt. Also beispielsweise, du hast einen richtig stressigen Tag gehabt, kommst nach Hause und dann tust du Fernsehen und das bringt dich runter. Studien haben aber gezeigt, dass es überhaupt nicht der Fall ist. Also Fernsehen, Smartphone, alle Art von Bildschirmen, die uns angeblich zum Entspannen auch bringen sollen, tun uns letztendlich nicht entspannen. Was uns beispielsweise tatsächlich entspannt, ist paradoxerweise Sport. Denn wir müssen uns eigentlich nur dazu überwinden, den Sport zu machen, aber hinterher sind wir natürlich viel entspannter, sind viel freier im Kopf, haben den Stress des Tages auf wunderbare Weise verarbeitet. Und das ist also mein persönlicher besonderer Tipp an jeden, der gerade denkt, was kann ich machen, um herunterzufahren am Ende des Tages. Aber ist ein Leben ohne Smartphone, Fernseher und sonstige Bildschirme überhaupt möglich? Ich würde sagen, möglich, ja. Aber das müssen wir nicht unbedingt tun. Wichtig ist, dass wir einfach bewusster leben, bewusster konsumieren. Und dazu möchte ich dir jetzt ein paar Tipps geben. Meine Tipps starten abends. Was du abends machen kannst, ist, dir eine Liste zu schreiben, was du am nächsten Tag machen musst. Also sogenannte To-Dos oder Must-Dos. Halte das aber begrenzt. Dazu habe ich ja schon mal im Flow-Video was dazu gesagt. Halte diese To-Dos oder Must-Dos auf einer geringen Ebene. Also nur 2, 3 oder sowas, was du am nächsten Tag definitiv machen musst. Hinterher solltest du aber trotzdem dir auch eine Liste machen für die Freizeit-To-Dos. Was willst du morgen wirklich freizeittechnisch machen? Na, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was dir persönlich jetzt Spaß macht. Das weißt du besser. Aber es sollte etwas sein, was du außerhalb deiner eigenen vier Wände machst. Sei es Bowling spielen gehen oder sei es irgendwelche Tätigkeiten zu machen, die dich auch weiterbringen, wie zum Beispiel ein Musikinstrument oder Sport oder du entwickelst eine neue App oder wie auch immer. Also du weißt ja, was dir persönlich, was dich faszinieren würde und das machst du dann halt in deiner Freizeit und das ist dann für jeden Tag auch eingetragen. Es kann auch jeden Tag etwas anderes sein, aber jeden Tag irgendwas. Ich persönlich räume mir dann immer das Wochenende so ein bisschen freier, sodass ich quasi entweder Samstag und Sonntag oder zumindest nur Sonntag dann tatsächlich mir gar keine Liste schreibe und dann einfach gucke, was mir in den Kopf kommt. Für mich persönlich ist es besonders wichtig, unter der Woche produktiv zu sein. Dann am nächsten Morgen stehst du auf, lässt dich von einem Wecker möglicherweise wecken, der nicht dein Smartphone ist, sondern der möglicherweise auch noch am anderen Ende des Raums steht. Dein Smartphone währenddessen liegt sogar in einem anderen Raum. Du schaltest es ganz aus, das Smartphone wird dich nicht ablenken am Morgen, sondern du hast damit gewährleistet, dass du aufstehst, deinen Kreislauf in Schwung bringst, um den Wecker auszuschalten, der nicht dein Smartphone ist. Und dein Smartphone liegt in einem anderen Raum, du kommst nicht in die Versuchung, daran zu gehen, es ist ausgeschaltet und du konzentrierst dich, und das ist der Gedanke dahinter, du konzentrierst dich erstmal auf dich selbst. Also was kannst du jetzt für dich tun, um besonders aktiv in den Tag zu starten? Hilft ungemein aus eigener Erfahrung. Also startest du, wie ich es nenne, deine Morgenroutine. Deine Morgenroutine könnte zum Beispiel so aussehen, du machst dir erstmal deinen Kaffee und deinen Tee und isst dabei einen Apfel oder machst dir eben Frühstück und gehst dann zum Beispiel laufen oder machst Yoga und danach liest du nochmal Zeitung oder checkst vielleicht ein paar E-Mails, wenn es nicht zu viele sind und machst einfach irgendwas, was dich persönlich morgens bereichert. E-Mails könnte man jetzt da auch weglassen. Das Ganze kann dann eine Dreiviertelstunde gehen, das Ganze kann aber auch eine Stunde gehen. Hauptsache, du planst dir die Zeit, die du dann morgens auch aufwenden möchtest, ohne unter Stress zu kommen, auch wirklich jeden Tag ein. Bei mir persönlich ist es 1,5 Stunden, die ich mir morgens Zeit einräume. Dann, im Laufe des Tages, musst du natürlich deinem Beruf nachgehen. Ich weiß ja nicht, was du an Beruf machst. Es kann auch sein, dass du studierst und erledigst quasi deine
Must-Dos oder deine To-Dos, die also definitiv erledigt werden müssen an diesem Tag. Und dann kommt es tatsächlich zu dem eigentlichen Thema, den Freizeit-To-Dos. Also wenn du nicht gerade ein Start-up machst und bist fasziniert von deiner Tätigkeit und möchtest es am liebsten den ganzen Tag machen, dann hast du einen geregelten Tagesablauf und freust dich auf deine Freizeit. Und die muss natürlich auch entsprechend gestaltet sein. Wie ich anfangs schon gesagt habe, sind so Beispiele, die man machen kann, Bowling spielen gehen oder Sport machen oder Musik machen oder auf eine kleine Reise am Wochenende gehen, einfach mal in eine andere Stadt besichtigen, mit Freunden abends ausgehen, Schach spielen, Federball spielen, wie auch immer, deinen Hund ausführen. Das sind alles Tätigkeiten, die dich ja aktiv machen. Denn der Grund, warum wir heutzutage so passiv sind oder hin und wieder diesen Gelangweiltheitszustand erleben, ist ja, weil wir einfach so viele Dinge um uns herum haben, bei denen wir uns selbst unterhalten. Dadurch kommen wir natürlich nicht aus unseren vier Wänden raus und dadurch haben wir natürlich auch keinen Kontakt mit sozialen Menschen. Und genau das ist es eben, was diese Zufriedenheit in einem auslöst, wenn man rausgeht, wenn man frische Luft schnappt, wenn man einfach unter Menschen ist. Wenn du natürlich, so wie ich teilweise auch, den ganzen Tag mit Menschen arbeitest, also wenn das deine Berufung ist, dein Beruf ist, dann kann ich natürlich verstehen, dass man abends erstmal entspannen möchte. Aber meistens tut es eben trotzdem noch gut, wenn man dann ins Fitnessstudio geht oder wenn man laufen geht, rausgeht oder wenn man eben Freunde trifft. Denn ich persönlich habe es immer bereut, wenn ich nach einem langen Arbeitstag mit Menschen darauf verzichtet habe, abends noch irgendwas aktiv zu machen. Um das nochmal zusammenzufassen zum Schluss, worauf es wirklich mir persönlich ankommt, ist Tagesplanung am Vorabend zu machen, die Ablenkungen, die einen über den Tag und vor allem am Morgen eben begegnen können, eliminieren, einfach auf das Wesentliche konzentrieren, was mich persönlich weiterbringt, wo ich anderen helfen kann natürlich auch, wo ich andere bereichern kann, aber nicht per Mails und nicht per Smartphone und am besten diese Sachen möglichst eliminieren oder zumindest zeitlich begrenzen. Eine Sache noch, einen Tipp noch am Ende. Ich würde dir empfehlen, wenn du versuchst, einen aktiveren Lifestyle zu leben, dann praktiziere diese Techniken und diese Dinge, die ich dir jetzt quasi als Tipps gegeben habe. Oder auch, was auch immer du etablieren möchtest in deinem Leben, praktiziere es 21 Tage lang. Weil es wurde wissenschaftlich herausgefunden, dass wenn du 21 Tage, also 3 Wochen, etwas konstant jeden Tag machst, dann stellt sich bei dir am ehesten eine Routine ein. Und wenn du diese Routine hast, dann denkst du gar nicht mehr drüber nach, was du heute Abend großartig machst, sondern es ist ganz fix, dass du abends eben die Liste für den nächsten Tag schreibst und dann möglichst das am nächsten Tag erledigst und somit einfach zufriedener bist, einfach einen aktiveren Lifestyle lebst. Und somit bedanke ich mich auch schon, dass du dieses Video eingeschaltet hast. Wenn das dir in irgendeiner Weise geholfen hat, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht geholfen hat, dann gib mir auch einen Daumen nach unten, dann weiß ich Bescheid. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du neu hier bist, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Motivationstag.